Wenn wir die Lernziele systematisch erarbeiten, dann ist der erste Punkt, dass wir sagen, um was geht es eigentlich? Was ist der Gegenstand der Kompetenz? Da unterscheiden wir zwischen Sachkompetenz, Sozialkompetenz oder Selbstkompetenz. Nun, Sachkompetenz, das bezieht sich auf alle Kompetenzen, die mit der sachlichen, dinglichen Welt zu tun haben, mit Wissen über bestimmte Sachverhalte, Gegenstände, aber auch Fertigkeiten und Einstellungen. Sozialkompetenz, da geht es immer um die Beziehung von mir zu anderen Menschen. Da geht es immer um Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen, die sich in sozialen Beziehungen artikuliert. Und drittens, wenn es um die Selbstkonzept geht, dann hat das immer etwas mit mir zu tun. Also Fähigkeiten, Wissen, Fertigkeiten, die im Umgang mit mir selbst zusammenhängen. Das sind die drei Kompetenzbereiche, die letztlich auch Bildung ausmachen. Und der erste Schritt ist es zu unterscheiden, auf welchen Gegenstand bezieht sich die Kompetenz. Der zweite Schritt ist dann, ja, welche Art von Kompetenz haben wir? Und da ist es wichtig zu unterscheiden, geht es hier um ein Wissen, geht es um eine Fertigkeit oder geht es um eine Einstellung? Sachkompetenz, Sozialkompetenz oder Selbstkompetenz kann jeweils eines von diesen drei Elementen sein. Und wir müssen jetzt die Art der Kompetenz unterscheiden, einfach weil mit diesen Kompetenzen sind unterschiedliche Lern- und auch letztlich Lehrprozesse verbunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben halt genau benennen, was wollen wir? Wollen wir Wissen vermitteln? Wollen wir Fertigkeiten vermitteln oder Einstellungen? Ja, und dann geht es im dritten Schritt darum, welches Level wollen wir letztlich erreichen? Soll dieses Wissen sozusagen nur erinnert werden? Soll es darum gehen, dass ich Wissen präsentiere und die Lernenden können das dann nach einer bestimmten Zeit wiedergeben können? Soll es auch verstanden werden, ja, in seinen Bezügen zu anderen Begriffen und Sachverhalten? Soll es auch angewendet werden können auf neue Gegenstände? Wollen wir, dass Wissensgegenstände auch analysiert werden können, also in ihre Bestandteile zerlegt werden können, dass vorhandene Lösungen oder Informationen beurteilt werden können anhand von Gütemaßstäben oder letztlich soll sogar ein neues Wissen generiert werden, also Wissen auch erzeugt werden können. Man sieht ganz klar, das ist eine steigende Komplexität und wir ahnen, die Art des Lernangebotes, das wir entwickeln, hängt sehr stark damit zusammen, welches Level wir letztlich hier erreichen wollen. Deswegen ist es so wichtig, bei der Lernzielbestimmung eben auch schon zu sagen, welches Level hier der Kompetenz soll erreicht werden. Und das gilt in gleicher Weise eben auch bei den Fertigkeiten und Einstellungen. Bei den Fertigkeiten unterscheiden wir die kognitive, assoziative und autonome Phase. Ja, in der kognitiven Phase, da ist die Fertigkeit noch sehr stark kognitiv präsent. Das beste Beispiel ist immer das Autofahren, nicht den ganzen Vorgang des Gangeinlegens und Schaltens, des Startens des Motors. Das ist am Anfang etwas, was mir kognitiv sehr präsent ist. Ich setze mich ins Auto als Anfänger. Überlege, wie starte ich den Motor, wie lege ich den Gang ein, wann drücke ich die Kupplung, wann kann ich sie loslassen. Das ist noch kognitiv. Assoziativ ist die Phase, in der der Vorgang eben sowohl kognitiv als auch schon prozedural verankert ist, also der Ablauf schon bekannt ist und autonome Phase. Dies ist die Phase, in der dann die Fertigkeit letztlich ausgeübt wird, ohne dass eine kognitive Repräsentation nötig ist. Ich setze mich ins Auto und das Starten des Motors, Gang einlegen, das funktioniert ja fast wie von selbst. Und bei den Einstellungen haben wir auch eben einen Komplexitätsunterschied zwischen der Einstiegseinstellung, ich werde aufmerksam auf bestimmte Dinge, ich reagiere auf Dinge, bis hin eben Werte zu übernehmen, Werte auch zu leben, sie in die eigene Persönlichkeit zu integrieren. Diese letzten Stufen bei all diesen drei
Bereichen. Es ist oft in einem Lernprogramm, in einer Lernanwendung, in einer Lerneinheit schwer, wirklich auf diesem Level zu erreichen. Insofern sollten wir hier auch vorsichtig sein und keine Levels anstreben, die wir in dem Lernangebot selbst kaum erreichen können. Also Werte zu leben, ja, das ist eine Zielvorstellung etwa, die für viele Jahre, für vielleicht sogar Jahrzehnte sich als Herausforderung der menschlichen Entwicklung stellen. Aber sie können nicht in ein paar Lerneinheiten eben tatsächlich vermittelt werden. Hier nochmal die Taxonomie des Wissens. Sie geht letztlich zurück auf die Arbeiten von Bloom und anderen. Diese auch sogenannte Bloomsche Taxonomie, sie zeigt uns eben eine unterschiedliche Komplexität, die eben auch mit einem höheren Anspruch an das Lernangebot und die Gestaltung des Lernangebots verbunden ist. Der Gedanke ist, dass umso weiter wir in der Taxonomie voranschreiten, auch der Lerneffekt besser ist und auch der Lerntransfer letztlich bei solcheren höheren Leistungsniveaus besser ist. Hier nochmal die Stadien des Fertigkeitserwerbs, die im Grunde genommen einfach sind, aber eben wir oftmals die autonome Phase auch beim Training nicht unbedingt erreichen, aber sie soll eben halt zumindest die assoziative Phase in der Regel erreichen. Und hier nochmal die Erläuterung der einzelnen Stadien der Einstellungen und wie die eben über diese verschiedenen Leistungsniveaus erworben werden können.